Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zu Desperados. Bevor ich jetzt auf den Fortsetzen-Button drücke, eine kleine Korrektur aus dem letzten Video. Der Publisher damals von den Spielen Desperados 1 und Robin Hood, die Legende von Sherwood und Mafia 1930 war Spellbound Entertainment. Ich habe im letzten Spiel Westwood gesagt. Westwood war, glaube ich, tatsächlich Alarmstufe Rot 2. Das habe ich aber auch neulich gespielt, deswegen habe ich die miteinander verwechselt. Ist wahrscheinlich sogar aus einer ähnlichen Zeit. Jedenfalls, Spellbound war damals der Entwickler, die sind leider mittlerweile insolvent gegangen, haben aber damals eine ganze Reihe dieser Spiele rausgebracht und wirklich fantastische Spiele gewesen. Jetzt aber genug dazu, jetzt springen wir in die Mission The Doctor and the Bride. Viel Vergnügen. Ordentlich, Jungs. Nehmt alles, was glänzt und alles, womit man sich blind saufen kann. Na los, zeigen wir ihnen, wer der Boss ist. Scheiße, Deckung! Hier lang, wir greifen von der Seite an. Verdammt, er hat uns gesehen! Er ist da oben. Schnappt ihn. Lasst ihn nicht entwischen. Schnallt sie ab, Jungs. Ganz schönes Gefecht, was hier gerade passiert. Rocky Mountains in Colorado. Wir befinden uns also tatsächlich mitten in einer der Hauptgebiete des Wilden Westen. Wenn der jetzt überlebt, das würde mich tatsächlich wundern. Ich hatte da so eine Ahnung. Er hat John Cooper gefunden. Offensichtlich kann John Cooper mittlerweile etwas besser Messer werfen. Irgendwas sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist. Anscheinend machen wir einen unplanmäßigen Halt. Ich sehe besser nach, was los ist. Wir sehen besser nach, was los ist. Erster Typ, den wir da vorne haben, der scheint. Ich muss mich zum vorderen Ende des Zugs schleichen. Jetzt geht's. Okay, wir können entweder die Leute mit dem Messer ausnocken. Gleich fliegen die Zähne. Wer will schon Blut? Ich kann hier immer zwischen einem tödlichen und einem nicht tödlichen Angriff wählen. Eine Sorge weniger. Das war auf jeden Fall tödlich. Und los. Ich muss ihn von hier aus erledigen. Am besten mit dem Messer. Ja, den kriegen wir nicht anders. Und der da unten. In Ordnung. Den werden wir wohl von hinten. Ah, wartet mal, da ist noch ein zweiter. Müssen wir tatsächlich nochmal neu starten. Die Mission. Ich habe tatsächlich gedacht, weil dieser eine Typ einen eigenen Namen hatte, dass er irgendwie ein Zivilist sei. Das war offensichtlich ein Irrtum von mir. Aber sei es drum. Es gehört bei diesen Spielen wirklich dazu. Ja,
Space, okay. Kann man das irgendwie überspringen? Ja, Space überspringen. Zack, okay. Kein Problem. Ich muss mich zum vorderen Ende des Zugs schleichen. Jetzt wissen wir dafür schon ein bisschen genauer, was uns hier erwartet. Gehen wir den einmal abstechen. Eine Sorge weniger. Theoretisch können wir den verstecken, aber ich glaube, die Anforderungen haben wir hier jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube, ich muss das hier aber lesen, damit sie mir den Messerwurf freischalten. Und den da unten gehe ich jetzt einfach vorbei. Das ist hier ähnlich wie ein Splinter Cell. Dass man die Mission auch alle spielen kann, ohne auch nur eine Person zu töten. Zumindest war das früher so. Teilweise durfte man in den Missionen auch niemanden töten. War dann immer so eine politische Sache. Freundlich? Ah, Zivilist. Bei denen wird es da zugeschrieben. Revolver. Ah, kann seinen Revolver nutzen, um Wachen auszuschalten. Schusswaffen sind laut alarmierend. Wachen, die sie hören. Drücke F, um eine der Schusswaffen auszuwählen. Schieße anschließend damit. Die alte und die neue haben wir hier. Mit der Remington New Model Army kannst du Feinde schießen. Kann mit dem Colt 1851 Navy. Reichweite 17. Abklingzeit. 12 Geräusche. Ist offensichtlich genau die gleiche. Danke, Fremder. Sucht euch ein Versteck. Los. Die zwei haben wir auf jeden Fall erledigt. Nächstes Mal dünne ich das Rudel besser aus, bevor ich laut werde. Okay. Jetzt wollen wir uns hier rüber schleichen. Und dann ist Doc McCoy. Also ich vermute, dass es Doc McCoy ist. Wir wollen doch nichts tun, was wir bereuen können. Es ist die Originalstimme noch von damals. Ich bin so glücklich. Okay. Der Showdown-Modus. Zack. Und mit der auf den da. Dann machen wir direkt ausführen. Die zwei erledigt. Schön theatralisch. Ich würde sagen, jetzt schulden sie mir was. Was denn? Soll das ein Scherz sein? Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Es zaubert mir gerade ein richtiges Lächeln. Ich schlage vor, Sie kehren jetzt zu Ihrem Waggon zurück. Aber jetzt kümmere ich mich. Ins Gesicht. So wie Sie sich um die beiden gekümmert haben? Hören Sie, Mr. Cooper. Mr. Cooper, ich wurde angeheuert, um sicherzustellen, dass dieser Zug nach Flagstone kommt. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn Sie mir nicht in die Quere kommen. Also gut, Mr. McCoy. Dr. McCoy. Gut, Dr. McCoy. So wie ich das sehe, führt nur ein Weg geradeaus. Und ich muss auch nach Flagstone. Wie Sie meinen. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Doc McCoy, richtig cooler Typ gewesen. Der konnte früher Giftfläschchen werfen. Der Revolver mit einem Scharfschützen-Visier obendrauf, den habt ihr vorhin schon in Action gesehen. Auch das haben sie also übernommen. Ich glaube, er konnte früher auch noch heilen. Die Banditen haben offenbar den Tunnel blockiert. Was glauben Sie, warum der Zug angehalten hat? Das wird viel Arbeit, diese Felsen zu beseitigen. Gut, dass Sie auf dieser Anhöhe ein Fässchen Dynamit gelagert haben. Das Dynamit schnappen und den Tunnel freilegen. Gar kein schlechter Plan. Meine Pläne sind nie schlecht. In Ordnung. Dann legen wir mal los. Klare Sache. Nicht sicher, ob es die Originalstimme ist. Auf jeden Fall ist sie sehr ähnlich. In Ordnung. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine Spritze. Genau, das. Ich meine, das konnte er früher auch. Was kostet sie umzulegen? Ich glaube, das Chlor-Ding hatte er früher. Okay, ich glaube, die Spritze ist tödlich und die Bandagen
Ja. Halten wir Abstand. Schön cool bleiben. Okay, wie ist das hier? Arzttasche kann seine... Eine Gasfalle blendet Gegner, die die Tasche öffnen. Okay, verstanden. Dann soll John mal mit hier rüberkommen. Was ich jetzt machen werde, ich werde auf John ein... Das Messer reicht. Auf geht's. Das da machen. Und jetzt werde ich mit ihm die Arzttasche hier hinwerfen. Werfen wir den Köder aus. Der wird da jetzt hingehen und sobald er geblendet ist, komme ich mit John raus und steche den ab. Lass deine Finger besser. Eine Gasfalle. Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbeschadet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Bin unterwegs. Ich wurde aber verletzt bei der ganzen Sache. Brüche, Schusswunden. Damit kann ich ihn jetzt aber heilen. Wenn Sie mal einer an, ein richtiger Arzt. Tun Sie nicht so überrascht. Gut, in Ordnung. Okay. Langsam werde ich warm. Die haben jetzt wieder die nächste Situation zu lösen. Hätten natürlich gerade auch werfen können, dann wären wir wahrscheinlich nicht verletzt worden. Kopf oder Zahl. So, und jetzt schnell das Messer werfen. Halten wir uns ran. Holen Doc McCoy mal hinterher. Gehen mal kurz dahinter, legen die Leiche hier ab. Und Doc McCoy kann währenddessen das hier mal lesen. Bandline. Kann seine Bandline benutzen, um Feinde aus großer Entfernung auszuschalten. Wenn er diese Mission, in diese Fähigkeit für ein Missionsziel braucht, hat er eine finale goldene Kugel bei sich. Auf der Klippe ist ein Ausguck. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Das will ich sehen. Typisch Banditen. Überlassen Sie das mir. Gold Bandline Spezial. So, auch die gleiche Ansicht wie früher. Ich bin begeistert. Verdammt will ich sein. Gold Bandline Special. Schaft und Patron. Eine Spezialanfertigung. Da vorne können wir mit Cooper hochklettern. Los, auf nach oben. Und das. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Da war ich etwas unvorsichtig. Können auch mal wieder speichern. Ich hoffe, Sie kommen. Mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Verstanden. Irgendwas ist hier hinten vielleicht noch. H? Ne, kann dahin mit nichts interagieren. Was, wenn er sie umgebracht hat? Vielleicht bin ich der Nächste. Bleib locker. Hast gerufen? Hier haben wir jetzt eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Verdammt lang der Zug. Sieh genau hin. Vielleicht liegen die Zähne. Die nehm ich. Augen auf. Okay. Ja, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Speichern, laden nochmal kurz. Klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Das würde ich gerne etwas schöner lösen. Ah, das riecht nach Ärger. Immer schön den Kopf runter. Was, wenn er sie umgebracht hat? Vielleicht bin ich der Nächste. Okay, wir haben jetzt also eine Möglichkeit, aus der Entfernung leise auszuschalten. Aber ich glaube, das hier ist quasi der Alarmbereich, in dem man das hört. Das heißt, zuerst, sobald die da draußen ist. Dann mal ran. Wie nehm ich Augen auf. Seine Freundin wird nach ihm schauen. So, sie wird jetzt gleich zurückkommen und dann wird sie erledigt werden. So gefällt mir das schon viel besser.
So, und bei den beiden können wir uns jetzt was anderes überlegen. Halten wir Abstand. Den da können wir vielleicht ablenken. Ich kann vielleicht beide ablenken, die in die Richtung gucken lassen. Ja, der kann da nicht hingucken. Ich könnte beide mit einer Münze ablenken. Und dann machen wir da einmal ein Messer werfen. Dann wollen wir mal. Ah, fuck. Nein. Löschen. Pass auf, deine Aktion wird sein. Zack. Und dann Messer werfen. Und deine Aktion wird sein. Zack. Und dann Spritze vielleicht. Probieren wir mal. Das könnte zumindest ein Plan sein, der funktioniert. Wir speichern nochmal. Und zuallererst müssen wir dazu. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. Der guckt nicht so weit nach links, ne? Ja, genau. Überlassen Sie das mir. Ah, guck mal, wir können uns sogar da hinten in dem Bereich entlang schleichen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Unterwegs. Jetzt speichern wir mal so ab. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Und werfen da mal eine Münze hin. Wechselgeld gefällig. Was ist das für ein Lärm? So. Was denn? Doc McCoy sollte nach hinten gehen. Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Der da muss also schneller drauf gehen. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Genau mein Gedanke. Können wir da noch ein bisschen näher rangehen? Und mit Cooper gehen wir hier auch noch ein bisschen näher ran. Und jetzt könnte das was werden. Wir probieren es nochmal. Wechselgeld gefällig. Okay. Der Schuss kam ein bisschen zu schnell von dem. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Eigentlich würde es ja reichen, den hier abzulenken, wenn ich so drüber nachdenke. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Okay, das heißt, ich gehe jetzt hier ran. Wir werden ja sehen. Dann muss ich nur den hier ablenken. Wechselgeld gefällig. Was ist das für ein Lärm? Der hat schon Blut vergießen. So hat das prima funktioniert. Fantastisch. Wir gehen hier ran. Guck mal, was hier drin steht. Ponchos. Auch die Ponchos tragen, lassen sich nicht leicht täuschen. Sie verlassen ihre Posten nicht und Ablenkungen halten bei ihnen nicht so lange vor. Okay, also das ist die nächste Abstimmung da vorne. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Auf geht's. Wir gehen hier rein, in diesen Busch. Guck mal, den können wir von hier aus schon umlegen. Wir können den sogar lautlos, also... Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Gehen wir mal dahin. Und sagen jetzt im Shift-Modus, das da. Und dein Shift-Modus ist das da. Cooper geht hier vor. Die nehme ich. Okay. Könnte der Doc, könnte auch. Der Doc kann auch, aber sehr langsam nur. Okay.
Währenddessen kann ich mal hier hinten lesen, was da so drinne steht. Showdown-Modus erweitert. Okay, verstanden. Wir speichern nochmal ab. Wir gehen hier mal runter. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, sie den anderen. Wo soll das hinführen? Hier vorne müssen wir bloß gucken bei diesem Poncho-Typen. So, hier. Da machen wir das so und da machen wir das so. Der Poncho-Typ schaut aber nicht hier hinter. Okay, dann wollen wir mal loslegen hier. Passagiere könnten unsere Hilfe gebrauchen. Mehrere Charaktere auswählen. Ah, okay. Und dann kann ich sie gleichzeitig irgendwo hinschicken. Lassen Sie uns weiterreisen. Normalerweise arbeite ich allein. Ganz klar. Wir dachten, ihr könnt gut mehr. Seht euch mal an. Führer übernehme ich. Gut, in Ordnung. Uff, das war gut. Kein Schleichen. Wie viele Leute haben wir denn da? Zivilist, Schütze, Schütze. Dann gehen wir mit John mal hier rüber. Okay, das war eine knappe Angelegenheit. Den könnte ich damit erledigen, könnte ich den umhauen. Oder ich muss wahrscheinlich den hier. Eieiei. Ich hasse Schnieketypen wie euch. Euch ganz besonders. Okay. Machen wir erstmal den Showdown-Modus an. Also dem da auf jeden Fall ein Messer in die Seite werfen. Nee. Nochmal löschen. Dein Showdown-Modus ist einfach nur dem Messer in Ranzen werfen. So. Dann gehen wir hier rüber. Der guckt nur bis dahin. Und dein Showdown-Modus ist den da ausschalten. Und jetzt gehe ich einfach bloß den hier abstechen. Enter. Ach, okay. Gut. Gut, dass ich... So, jetzt mache ich hier erstmal kurz Enter. Ah, da ist auch noch ein, das habe ich gerade erst gesehen. Passagiere könnten unsere Hilfe gebrauchen. Warum Zeit vergeuden? Lassen Sie uns weiter. Ah, ich könnte mich theoretisch auch hier oben lang schleichen. Ihr dachtet, ihr könntet euch wehren. Seht euch mal an. Aber wisst ihr was? Wir ballern die jetzt einfach über den Haufen. Wenn unterwegs. Showdown-Modus. Gleich geht's rund. Zack. Zack. Wollen wir dann? Das lösche ich. Oh, ich schieß nicht daneben. Verstanden. An Denver sind wir wohl vorbei. Bald werden wir Big Ant treffen. Seid ihr schon Blut vergießen. Fuck. Wer auch immer Sie sind. Vielen Dank. Schon gut. Und jetzt rühren Sie sich nicht vom Fleck. Mal doch mal sehen, was hier los ist. Jetzt geht's. Hat er einen Arzt gerufen? Ich musste eh mal raus. Meins. So, die nehmen wir beide, gehen hier hoch. Und los. Und hier drüben geht es gleich weiter. Da muss ich wieder lautlos arbeiten, weil da gibt es so eine Alarmzone. Sehen Sie, ich wusste doch, dass da ein Herz in Ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Dann war das ist genau der gleiche Humor wie früher. Das gefällt mir gut.
Oh, da drüben steht einer auf der Klippe. Nee, da unten. In Ort, der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Gucken wir mal, was hier vorne für ein Hinweis steht. Okay. Sichtkegelmarkierung. Sichtkegel zeigt an, halte um sie. Okay, also kurz überlegen, wo wir hin müssen. Wir müssen darauf. Hier unten haben wir jede Menge Banditen. Die alle können aber auch hier drüben rauf. Den könnte ich von hier drüben ausschalten. Dann gibt es aber so eine Alarmgeschichte. Also das wollen wir wahrscheinlich eher lautlos erledigen. Wahrscheinlich hier lang. Und dann darauf. Ja, das ist schon ein bisschen eine komplexere Mission. Das gefällt mir gut. Kannst du auch hier runterspringen? Ja, kannst du. So, hüpfe einmal hier runter. Doc, kannst du mir das vielleicht nochmal vorlesen, weil ich würde das gerne wieder löschen. Okay, machen wir mal hier vorne hin. Wir speichern hier an der Stelle mal. Und den da werden wir wahrscheinlich gleich erledigen müssen. Augen aufs, kein Problem. Jetzt nur ein bisschen die Frage. Sobald der sich umdreht, gehen wir den da erledigen. Oh, wer ist er denn hier? Uff. Halten Sie sich raus und gehen Sie mal aus dem Weg. Haben Sie vielen, vielen Dank. Mach schon. Das war eine knappe Angelegenheit. Da ist eine Kiste mit Munition. Wo soll das hinführen? Genau das, was ich brauche. Gucken wir mal. Der große Fels dort drüben bettelt ja förmlich darum, gestoßen zu werden. Mitten durch die Hölle. Gucken uns gleich an, welchen Fels er meint. Okay. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh fuck, 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 fuck. Okay. Müssen wir laden. Ah, Mist. Ich habe schon wieder lange nicht gespeichert gehabt. Wir müssen einmal hier diese Geschichte machen. Und wo ist der Haken? Das hat aber eben ganz gut funktioniert. Einzig mit dem da oben wird das ein bisschen brenzlig. So. Und direkt runter, runter, duck dich. Halten Sie sich raus und gehen Sie mal aus dem Weg. Haben Sie vielen, vielen Dank. Sollen wir? Wieder ein Geschäft. Dieser große Fels dort sieht. Wir speichern hier einmal. Würde er bald herabstürzen. Halten wir uns ran. Gut, in Ordnung. Das ist nur vorübergehend. Sie haben noch einen Plan. Gut, ich könnte die zwei jetzt erledigen, gibt es aber gar keinen Anlass. Ich habe jetzt sogar die Kugeln da gelassen. Mal sehen, was hier los ist. Klare Sache. Das Messer reicht. Stech mit denen einmal ab. Oder auch nicht. Den stech mal ab, sobald er hochkommt. Ich sehe gerade schon 29 Minuten geht die Mission schon. Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. So ist das nun mal. Jetzt erledigen wir den gleich noch mit dem Messer. Braucht etwas Schliff. Wer hat Lust zu sterben?
Zack. Legen wir hier rein. Dieses Rauschen ist im Übrigen die Dampflok, ne? Das ist kein Störgeräusch. So, gucken wir hier hoch mal. Der kann uns gar nicht sehen. Da sind ein paar Kugeln für den Revolver von John drinne. Hier oben gibt es noch die zwei Jungs, um die man sich kümmern muss. Das kriegen wir hin. Der Doktor kann hier mal hochgehen. So langsam werde ich warm. Okay, da können wir jetzt natürlich nicht hochgucken. Sobald er sich umdreht, gehen wir hoch. Komm, ja. Der hat sich gerade schon kurz geregt. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Wir speichern hier an der Stelle einmal. Hier hinten ist nur noch einer. Big N. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Aufs Ziel. Was gibt's? Dann wollen wir mal. Ah, da kann ich gar nicht dran vorbei. Okay. Typisch Banditen. Wir werden ja sehen. Du scheiß Company-Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. Dann mal jetzt mal so eine Geschichte wieder. Sehr schnell. Und da gehen wir einfach mit John. Das hängt jetzt alles ein bisschen hiervon ab. Uff, 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 John. Ah, fuck. Nein. Oh Gott. Okay, gut. Ich habe glücklicherweise sehr recently gespeichert. Dass da... Da rein und John, du gehst bitte hier vor. Jetzt gucken wir hier mal. Da speichern. Hier vor. Du guckst gar nicht so weit rechts, ne? Ja, okay. Und deine Aufgabe, John, ist es, den abzuwerfen. Das hat gut funktioniert. Da rein. Okay. Ziele aktualisiert. Dynamitbesorgung. Okay. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesen Zug transportiert. Wo ist es? So, hier vorne wird es jetzt relativ unkompliziert. Da müssen wir kurz und schmerzlos den hier abstechen. Noch will ich mir keine Sorgen machen. Sollen wir? Hier stechen wir den noch ab. Puh, ich würde vielleicht versuchen. Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nicht. Abstand. Dann wollen wir mal. Ihn zu retten. Das Messer reicht. Sie haben doch einen Plan. Ja? Okay. Pass auf, deine Geschichte ist es, den da umzuhauen. Zwecklos ist mir zu verheimlichen, Schätzchen. Meine Männer werden es finden. So langsam verliere ich die Geduld. Enter. Ah, shit, okay. Aber grundsätzlich ist das schon der Weg. Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nicht. Wie sie das mir? Wie läuft's? Und los. Wir gehen jetzt den da abstechen. So, und jetzt ist die Shift-Geschichte. Du wirfst das auf den. Und du machst das auf den. Und... Nein. Ihr beide... Geht jetzt hier vor. Es ist okay, wir sind kurz davor, das zu schaffen hier. Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nicht. Probieren Sie es nochmal nur mit Cooper.
Mal nochmal mit Shift diese Geschichte hier. Stich den mal ab. Wir sehen uns. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht. Ach Mist, ich will nicht, dass der Typ da unten stirbt. Tut mir leid. So, jetzt steche ich erstmal den hier vorne ab. Doc McCoy. Wir machen das jetzt so. Auf geht's. Komm. Puh. Okay, direkt speichern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Heieiei, das war knapp. Tunnel freilegen. Kannst Dynamit aus dem Fass nehmen und werfen. Zieh mit A, dann wirft das Dynamit dann mit L aus. Okay. Jetzt sammle ich erstmal das hier ein. Dass wir noch mehr Dynamit haben. Gleich geht's rund. Damit auf den. Damit auf den. Okay. Gut, die sind gerade nicht so clever, muss ich zugeben. So, ah, fuck, okay. Lauf, lauf, lauf. Nimm das Ding. Kommt sofort. Wir sollten uns eine sichere Stelle suchen. Geht klar. So, wo ist denn der Treffpunkt? Ah, da unten, okay. Sie haben noch einen Plan, ja? Gehen wir jetzt hier lang. Überlassen Sie das mir. Okay. Augen ab, dann mal ran. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. Wir werden ja sehen. Da haben wir noch einen, der irgendwie Leute bedroht. Oh, ich schieß nicht damit. Das war mal sehen, Sinn. Was hier los ist. Bin unterwegs. Ja, nimm mal das Messer mit. Okay, sieh genau. Blut vergießen. Und jetzt hier runter. Wieder im Geschäft. Gut, in Ordnung. Wir speichern hier noch einmal. In Ordnung. Kümmern wir uns um die restlichen. Ganz mein Gedanke. Ich denke, Sie haben die DeWitt Company heute glücklich gemacht. Wie viel bekommen Sie für den Job? Ich hoffe, Sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge. Ich habe, was ich brauche. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich habe eine Verabredung einzuhalten. Wie Sie meinen. War gar nicht so übel, mit Ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls Sie mal einen Profi brauchen, wissen Sie ja, wen Sie holen können. Guten Tag, Mr. Cooper. Also die Mission hieß ja The Doctor and Bride. Ich verstehe bisher, warum die Doctor hieß. Ich verstehe nicht, warum The Bride mit dem Titel war.
Okay, Abzeichen. Wir hätten eine Zivilistengruppe mehr noch retten können, offensichtlich. Lenke mit Coopers Münzen drei Banditen auf einmal ab. Speichere nicht. Ah, nicht speichern ist auch ein Ding. Benutze keine Schusswaffen ist auch ein Ding. Schließe die Mission unter 5 Minuten 30 ab. Und schließe sie auf hart ab. Also wir haben ja noch jede Menge Sachen, die wir machen können. Ah, das ist ja cool. Das ist ja wirklich mal eine coole Ansicht. Das gefällt mir fantastisch. Toll gemacht. Genau, einen haben wir noch übrig gelassen. Frage ich mich aber echt, welche Banditen, welche Zivilistengruppe wir quasi. Weiß ich, hat der irgendwelche Zivilisten bedrängt? Offensichtlich, ja. Geht auch 64-fach. Ja, cool. Also, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Können wir mal gucken, ob es noch eine Mission gibt in der Demo. Statistiken, 10 Kills auf McCoy und 35 auf Cooper. Ja, Cooper hat ein bisschen mehr losgelegt. 45 von 48 Feinden getötet, genau. Entdeckte Leichen 2, meiste Kills auf Cooper. Fortsetzen. Kapitel 1. Okay, Kapitel 1 hat offensichtlich noch eine Mission. Und zwar Flagstone. Ich vermute mal, Flagstone wird noch Teil der. Das erste Kapitel wird wahrscheinlich The Doctor and the Bride heißen. Das ist der Doktor und da unten lernen wir jetzt die Bride kennen. So wird es sein. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu gerne bekannt geben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.